Hallo bei Guck mich TV. Mein Name ist Laura. Wir atmen ständig Luft ein, egal was wir tun, ob wir arbeiten oder uns bewegen oder schlafen. Unser Körper braucht den Sauerstoff aus der Luft, um zu funktionieren. Der Sauerstoff ist sozusagen der Kraftstoff unseres Körpers. Wie das Benzin bei einem Auto. Aber was passiert mit dem Sauerstoff nach dem Einatmen? Wenn wir atmen, dann gelangt der Sauerstoff über Mund und Nase in die Luftröhre und dann über die Hauptbronchien in unseren linken und rechten Lungenflügel. Die beiden Hauptbronchien verzweigen sich wie der Stamm eines Baumes in weitere feinere Äste. Die nennt man Bronchien und die sind in der Lunge. Und die Bronchien verzweigen sich weiter in noch feinere Äste. Die nennt man Bronchiole. Am Ende der Bronchiolen sitzen die Lungenbläschen. Man nennt sie auch Alveolen. Sie sehen ein wenig wie Weintrauben aus. Schauen wir uns mal die Lungenbläschen etwas genauer an. Jedes Lungenbläschen ist umgeben von einem feinen Netz aus Blutgefäßen. Das ist ein Querschnitt von einem Lungenbläschen mit den Blutgefäßen. Die Sauerstoffteilchen kommen beim Einatmen bis in die Lungenbläschen. Die Wand der Lungenbläschen ist ganz dünn. Die Sauerstoffteilchen sind winzig klein. Sie sind so klein, dass sie durch die Wand der Lungenbläschen wandern können. Die Sauerstoffteilchen bewegen sich aus den Lungenbläschen in die Blutgefäße. Aber woher wissen die Sauerstoffteilchen, dass sie durch die Wand der Lungenbläschen in die Blutgefäße müssen? Diesen Vorgang nennt man Diffusion. Das ist ein Begriff aus der Physik. Er besagt, dass Teilchen danach streben, sich möglichst gleichmäßig in einem Raum zu verteilen. Und das passiert automatisch. In unserem Fall sind es die Sauerstoffteilchen, die sich verteilen wollen. Da sich in den Lungenbläschen viel Sauerstoff befindet, im Blut aber nur wenig, wandern die Sauerstoffteilchen automatisch durch die Wände der Lungenbläschen in die Blutgefäße, um einen Ausgleich herzustellen. In den Blutgefäßen sind rote Blutkörperchen. Wenn die Sauerstoffteilchen sich in den Blutgefäßen verteilen, haften sie sich an die roten Blutkörperchen. Das Herz pumpt die roten Blutkörperchen durch den ganzen menschlichen Körper. So werden auch die Sauerstoffteilchen überall im Körper verteilt. Mit dem Blut kommen auch Nährstoffe in unsere Körperzellen. Der Sauerstoff hilft den Körperzellen, diese Nährstoffe in Energie umzuwandeln. Die Energie brauchen wir, damit unser Körper und alle Organe funktionieren.
So, jetzt wisst ihr Bescheid, was mit dem Sauerstoff nach dem Einatmen passiert. Tschüss, bis zum nächsten Mal.